Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Origins. Was? 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 Also wir wollen Deadshot umbringen. Fängt aber gut an. Nicht? Hallo? Umgekehrtes Ausschalten. So. Geduld und umgekehrtes Ausschalten sind die zwei Stichwörter hier. Das war aber jetzt echt irgendwie ziemlich doof. Es ist vorbei, Batman. Hörst du mich? Da hätte ich mich jetzt nicht sehen lassen wollen. Gut, ich habe nachgeschaut, wie wir den Deadshot am besten besiegen können. Also doch noch vorbei. So. Ist der Tollpatsch etwa runtergefallen? Genau, was ihr gerade gesehen habt, ist eine neue Fertigkeit, die ich kennengelernt habe, während ich mir hier angeschaut habe, wie ich Deadshot besiegen kann. Und das ist so geil. Weil damit kriege ich die Leute immer wieder zu den Teilen hingelockt. Ah! Okay, das war nicht geplant, dass Deadshot mich jetzt sieht. Also eigentlich generell hätte ich bis jetzt noch keine Energie verlieren dürfen. Ich werde dich finden und ich werde dir wehtun. Ja, mach mal. Aber das kriegen wir schon hin. Deadshot an sich ist gar nicht so schwer. So, komm. Komm, geh noch einen Schritt, bitte. Ja, wunderbar. Ein Schritt, der dich umgebracht hat. Nein, weg aus den Lasern hier. Ja, Deadshot kann um 10.000 Ecken gucken, wenn er da Bock drauf hat. Nein, weg da. So. Und irgendwie hat er das auch drauf, mit dem um 10.000 Ecken gucken. Oh. Sieht er uns hier? Nein. Aber er kann auch halt um 10.000 Ecken schießen und das macht das Ganze. Gut. Das war knapp. Ah, okay. Und der nächste? Der nächste, der nicht in unsere Falle läuft. Schade. Okay. Das heißt, jetzt müssen wir improvisieren. Machst du noch irgendwas? Oder bleibst du jetzt hier blöd auf der Brücke rumstehen? Eigentlich möchte ich da nicht runter. Das ist mir nämlich ein bisschen zu gefährlich. Keine Sorge, wir machen das. Ja. Also dieser Kampf ist in drei Phasen aufgebaut. Die ersten zwei sind einfach. Die dritte schwierig. Bei der dritten sind wir beim letzten Mal auch gescheitert. Leider. Das ist nicht ganz so trivial, aber das kriegen wir hin. Da bin ich mir ziemlich sicher. Man muss halt ein bisschen Geduld dafür haben. So. Jetzt seid ihr zwei da unten. Toll. Willst du jetzt durch die Wand durchlaufen? Oder was hast du vor? Mein Gott. Ja, ich hoffe, man merkt ein bisschen, dass die Qualität besser ist. Ich spiele jetzt in 1080p, weil ich meine Live-Gamer HD jetzt endlich habe. Und damit kann ich halt in 1080p aufzeichnen. Was ich persönlich ziemlich cool finde. Ich weiß nicht. Ich hoffe, man merkt ein bisschen den Unterschied. Es fühlt sich alles irgendwie flüssiger an und... Ja. So. Wenn du jetzt gleich dich umdrehst, dann machen wir mal Folgendes. Zack und Z und B öffnen. So. Magst du mal bitte hier herkommen? Ich würde dich ganz gerne hier in den Gully reinziehen. Oder? Ja, komm, jetzt komm zurück. Was machst du denn? Bring mir die Fledermaus. Echt mal. Schnapp dich mir. Schnapp mich. Komm. Mit X kann ich dich ausschalten. Alter. Gehst du bitte deinen Patrouillenweg? Ja, eben. So, komm. Kratz dich am Arsch, genau, so. Und rein. Upp. Schön. Ja, ich bin schon die ganze Zeit da. So, raus und hoch. Nein, nicht da hoch. Da hoch. Fuck. Das war richtig eng. So, wo ist der letzte? Da unten. Da unten.
Ja, Deadshot ist weg. Nein. Fuck. Weg, 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 weg. So, nee, ist nichts vorbei. Ich habe noch Energie und dann ist halt nicht vorbei. So, wo bist du denn? Wo bist du denn? Da oben, okay. Damit können wir doch schon was anfangen. Denn wir werden dich jetzt umbringen. Flup, flup, flup. Upsala, das wollte ich eigentlich nicht. Und zack. Und jetzt aber kriegst du richtig eins auf die Fresse. Pam. So, steh auf. Und nochmal. Dann kriegst du halt nochmal eins auf die Fresse. So. Pam. Nochmal. Komm. Und drauf, 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 drauf. Jetzt kommen neue Wachen. Pam. So, sehr schön. Jetzt müssen wir erstmal die neuen Wachen besiegen. Wie viele haben wir denn? Ah, scheiße. Okay, wir haben jetzt... Ah, jetzt darf Deadshot uns nicht mehr sehen. Wir brauchen einmal den Unterbrecher. Die Frage ist, wo? Da hinten. Okay, er ist der Böse. Der uns quasi alles vergeigen will, aber dafür haben wir den Unterbrecher. Was zum Teufel tun die da? Versuchen die etwa meine Wasserspeier kaputt zu machen? Das fände ich richtig mies. Ich will leben. Komm her. Komm her, Kollege. Komm einfach unter mich. Genau, sehr schön. Du wirst sterben. Nein, nein. Und tschüss, und tschüss, und tschüss, und tschüss, und tschüss. So. Jetzt machen wir Butterang-Action. Abschneiden. Bam. Ich hab was gesehen. Habt ihr ihn gefunden? So. Machen die die Dinger kaputt? Ne, bis jetzt nicht. Wenn die Dinger kaputt machen, habe ich ganz klar ein Problem. Bitte, ich will leben. Komm. Okay, aber scheinbar haben wir den richtigen gekillt. Nämlich den mit dem Unterbrecher auf dem Rücken. Das ist schon mal sehr gut. Oh. Tu's nicht. Ich hab ist der da runtergesprungen oder ist der da runtergefallen? Hä. Okay, ich versuche mal darauf einen Batarang zu werfen. Ist der da? Ist der da? Du bist Geschichte! Nein! Heute ist mein Glückstag! Ja, ja. Heute ist dein Todestag, würdest du wohl eher sagen. Sollte man eher sagen. Tschüss. So, und abschneiden. Ich hab drei Kinder. Ja, selber schuld. Ich glaub, es kam von da drüben. Kommt, holt mich. Heute ist mein Tag. Ah. Eieiei. Eieieiei. Ist er hochgeflogen? Und dann habe ich ihn verloren. Das kann nicht weit sein. So. Das Problem ist, Deadshot... Ja. Ist gemein. Lass mich los! Nein. Ich häng dich auf. So. Du bist Geschichte. Ich hab grad was gesehen. Habt ihr ihn gefunden? Wie viele haben wir denn noch? Ich sehe jetzt hier spontan nur den einen. Magst du? Magst du? Nein, mag er nicht. Schade. Das wäre zu gefährlich, jetzt da reinzuspringen. Aber wir sind kurz davor, ihn umzubringen. Kurz davor. Deadshot, beweg dich weg. Scheiße, da sind keine Wände. Komm schon, Mann, es ist Weihnachten. Komm, guck in die andere Richtung. Ja, du auch, Kollege. Das ist mir zu gefährlich. Ja, perfekt. Deadshot. Na, ja, nochmal einmal weiterdrehen, bitte. Weiterdrehen. Ich gehe da runter. So, da rein. Perfekt. Hier können wir durch.
Und dann müssen wir mal schauen. Hier ist eigentlich eine super Position, ihn auszuschalten. Hier nicht mehr. Hier so wäre super. Kommt der zurück? Oder müssen wir jetzt an ihm vorbei? Können wir unter Deadshot herlaufen? Ja, können wir. Sehr gut. Also das scheint hier ein Ring zu sein. Komm her, Kollege. Hier sieht uns Deadshot nicht. Ja, komm. Was machst du denn jetzt? Warum denn da lang? Das finde ich echt nicht nett. Okay, hier ist super. Geh rein! So, und sobald Deadshot sich jetzt hier einmal weggedreht hat, schleichen wir uns schön von hinten weg, an. So. Und ausschalten. Ha! Hab ich dich! Schlaf schön. Von Angesicht zu Angesicht. Endlich. Obwohl ich sagen muss, dass ich dich mir furchteinflößender vorgestellt habe. Du hast Gotham lange genug terrorisiert. Wenn das Schicksal heute meinen Tod vorsieht, dann soll es so sein. Aber mach es bitte kurz. Ja, nö. Deadshot gesucht, abgeschlossen. Sehr schön. Dein Tod haben wir aber für heute noch nicht vorgesehen, denn du wirst von der Polizei geholt. Waintech, du hast eine Waintech-Verbesserung freigeschaltet. Was denn? Neuer freigeschalteter Entwurf, Deadshot. Also wir haben jetzt gerade quasi das halbe Spiel freigeschaltet, wenn man den Meldungen da glauben darf. Okay, wir dürfen wieder raus. Deadshot wäre geschafft. Und unsere Sidequest-Rally wird weitergehen. Das hatte ich ja bereits angekündigt. Wir werden jetzt einfach mal so machen, was irgendwie möglich ist. Und alles andere wird erst nach Beendung des Spiels möglich sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Okay, im Sheldon Park haben wir noch ein Pinguins-Waffenlager und ein Drogenlager von Black Mask. Da haben wir keine Schnellreiseoption hin. Das werden wir dann, denke ich, noch eben schnell machen, als aktuelles Missionsziel festlegen. So. Da haben wir keine Schnellreise hin und da gibt es auch keine Schnellreise hin. Da gibt es nämlich keinen Turm. Also da hat sich Enigma irgendwie rausgehalten. Whatever. Aber gut. Ich denke, das ist auch nicht so ein großes Gebiet, also da braucht man nicht unbedingt Schnellreise hin. Gotham Light and Power. Nee. Das da wollte ich, genau. Okay. Wir müssen also quasi an diesem Gebäude hier vorbei. Da kommen wir, glaube ich, auch nicht drüber. Ja, groß. Tatsächlich. Und wir können aber gut fliegen. So. Hoffen wir mal, dass die Konsole heute nicht abstürzt. Nee, auf die Karte wollte ich gucken. Ist viel zu weit. Ach, da unten können wir durch, glaube ich. Okay. Ich hoffe, hier sind keine Gegner. Eigentlich habe ich nämlich gerade nicht so Lust zu kämpfen nach diesem langen Kampf jetzt gerade mit Deadshot. Der ging jetzt über 10 Minuten. Ah, gut. Aber... Hast du schon gehört? Sionis ist zurück. Hab doch gesagt, er lebt noch. Kein Scheiß? Kein Scheiß. Und eigentlich müsstest du es auch wissen. Hallo? Warum sind hier Kollegen von Black Mask? Aber egal, dann kämpfen wir halt trotzdem. Nein, Alter! Dieser scheiß Rauch hier stört. Der Rauch stört wirklich massiv. Ja, ich lass die mal ein bisschen hier rüberkommen. So. Komm, so. Du stirbst jetzt. Bam. So, hier, das schreit quasi nach einer Klebergranate. Ganz ehrlich. Flup. Flup. Zweimal zu und da hinten ist doch bestimmt ein Datenpaket, oder? Ha, wusste ich's doch.
Unser Datenpaket. Sehr schön. 4 von 10 von belastetes Material. 10. Und damit sind wir drüben in dem nächsten Gebiet. Im Sheldon Park. Wo soll das sein? Ist das hier drin? Das würde natürlich erklären, warum hier Black Mask-Typen sind. Ah ja, natürlich. Okay, fast übersehen. Das ging ja einfach. Nee. Ah, das da. So, danke. Draufsprühen und... Huch! Noch 2 Drogenlager. Tja, schade. Die armen Drogen. Naja, kann man nichts machen. Wer Drogen braucht, der hat halt Probleme. So, dann machen wir noch schnell das Waffenlager von Pinguin kaputt, wo wir gerade hier sind. Ich denke, wenn hier nicht gerade irgendwie eine Hauptmission kommt, werden wir hier auch nicht mehr so schnell hingehen. Weil von Enigma ist hier auch kein Zeug. Nö. Ich sehe jetzt nicht so den Grund, warum man hier hin sollte. Es sieht nicht mal schön aus. Muss man ganz ehrlich dazu sagen. So, wo hat Pinguin denn seine Waffen versteckt? Da? Okay. Aber das, da wollte ich jetzt nicht unbedingt hin, sondern ich will zu Pinguins Zeug. Das kann man bestimmt aufmachen, oder? Nö. Positionsmark... Aha. Oh. Okay. Da oben. Ja. Aua! Warum haben die denn Schusswaffen? Das finde ich voll uncool. Und rüber zu dein... Da. Da. Alle drei zusammentreiben wäre eine super Sache. Rauchbombe. Und drauf zu dir. Dich mache ich tot. So, und da ist noch einer. Aber auch der lebt nicht lange. Das war zwar eng, aber es hat funktioniert. So. Bedrohung sehr niedrig, ist klar. 3 Typen mit Knarre. So, aus... Ausschalter, genau. Unterbrecher. Und damit ist auch das nächste Waffenlager vom Pinguin dem Untergang geweiht. Okay, gut. Gehen wir in Park Row. Und während wir die Schnellreise durchführen, moderiere ich mal langsam ab. Ja, ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Wenn ja, gebt dem Part einen Daumen hoch. Wenn nicht, einen Daumen runter. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn wir die Park Row ein bisschen aufräumen. Bis dahin, sage ich, keep gaming. Und ciao.